Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neverwinter Nights. Letztes Mal haben wir uns hier ins Hafenviertel aufgemacht, um nach Hinweisen für die weiteren Kreaturen zu suchen. Unser Kollege am Tor war nicht so besonders hilfreich dabei, aber wir haben trotzdem von irgendeiner Auktion gehört, die anscheinend die Pest heilen soll oder irgendein Mittel dafür verkaufen soll. Deswegen haben wir zumindest eine Spur, der wir nachgehen können. Ich schlitze euch die Kehle auf! Wie nur zaubern vor irgendwelchen Schurken ist nicht so besonders gut, weil die kriegen nicht nur Gelegenheitsangriffe, sondern auch noch hinterhältige Angriffe im Zweifelsfall. Deswegen, es gibt schlauere Sachen, die du machen könntest. Und danke, dass du mich hier allein lässt. Jetzt geht er weg. Aha. Interessantes Verhalten. Jetzt geht er zu Lino, läuft vom Fernkämpfer weg, als ob mich das stört, wenn er von mir weggeht. Vielleicht wollte er einfach seinen Kollegen helfen, die von Lino kaputt gekloppt wurden. Das ist vielleicht natürlich ein gutes Argument, da zu Lino zu laufen, aber... Naja. So, hier ist eine Truhe. Ich guck mal, was da drin ist. Ein Feldspat. Mal schauen, ob die noch irgendwelche Schmugglermünzen dabei haben. Wir sind ja ganz scharf auf Schmugglermünzen. Wir haben ja gehört, dass wir die irgendwo handeln können letztes Mal von dem Händler. Von daher schauen wir mal. Nur diese Giftbolzen sind ja anscheinend auch sehr beliebt. Cool. So. Da ist ein Fässchen. Und dann noch Goldmünzen. Da sind noch Truhen. Schauen wir mal, was in den Truhen drin ist. Und da ist noch eine Tür in einem Haus. Zu einem Haus ist abgeschlossen. Aha. Ist aufschließen. Lalala. Hallo. Aufmachen. Ein abgeschlossenes Haus. Interessant. Gehen wir mal rein. Mit Fallen auf dem Boden. Ist ja ganz obskur hier, weil ich muss einmal meine Perspektive ändern. So. Feuerkäfer. Hätte sich jemand Feuerkäfer als privater Hauszoo? Ich weiß es nicht. Aua, danke. Interessant. Inu? Ist gerade mal kurz Zeit für mich? Danke. Ja, K20 wird trotzdem ständig getroffen. Seltsam. Naja, die Gegner hier sind ein bisschen härter, wie mir scheint. Aber es ist auch das Hafenviertel. Die sind ja alle abgehärtet vom Kampf gegen Piraten und sowas. Hallo? Ist ein Wandschrank? Dein schönes großes Bett. Schleuderkugeln am abgeschlossenen Wandschrank? Nee, die brauche ich nicht. Danke. Noch mehr Feuerkäfer. Genau, du hältst die Tür. Ich schieße auf alles, was in Reichweite ist. Lass dir doch nicht in die Tür durchliegen. Du solltest in der Tür stehen. Das heißt, mittig in der Tür und nicht irgendwelche Leute vorbeilassen. 25, geht schon ab. Geht schon ab. Vor allem, weil Bogen einen mal 3 Multiplikator von kritischen Treffer hat. Das heißt, er macht dreifachen Schaden, wenn ich kritischen Treffer mache. Damit ist das schon gar nicht mal so übel. So. Was ist hier denn jetzt? Hier ist eine weitere Tür. Das ist eine aufgeblähte Schreckensspinne. Lino, wir sollten mal eben rasten. Du bist sowieso schon halb DED. Deswegen sollten wir mal eben vorher rasten, bevor wir da uns mit der aufgeblähten Schreckensspinne anlegen. Interessant. Wie viele Tränke habe ich eigentlich noch? Nur 2 Bärenstärke, okay. Und Katzhaftarmut habe ich auch 2. Gut, dann werden wir mal hier einmal eine abgewandelte Form der Buff-Strategie machen.
Nämlich, ich werde meinen Zaubern Linu buffen. Und selber diese Tränke trinken, weil ich habe hier nochmal den Zauber, den ich immer jedes Mal nach dem Rasten wirke, mit die beiden, habe ich auch nochmal in Trankform hier. Da habe ich gerade zwei von, deswegen, wenn es wieder gegen so eine aufgeblähte Schreckensspinne geht, dann diesmal benutzen wir Tränke. Den. Ich gebe auch nochmal Schutz vor Bösen. Ich bin nicht sicher, ob die Schreckensspinne wirklich als böse zählt. So, gut. Komm mit. Jetzt versuchen wir es mal gegen die Schreckensspinne. Linu! So. Gut. Dann. Auf los geht's los, würde ich sagen. Feuer! Ja, wieso versuchst du auf was zu wirken, das du gar nicht siehst? Gut. Geht jetzt auf Linu? Danke. Okay, das jetzt. Wenigstens hat sie diesmal nicht gleich im ersten Zug Linu getroffen, vergiftet und kritischen Treffer gemacht. Letztes Mal war es schlimm. Okay. Gut, dass du dich konzentrieren kannst. Wenn eine dicke Spinne auf dich schlägt. Sehr bewundernswert. Oh. Hi. Okay, ich bin. Eigentlich dachte ich, ich wäre an der Falle vorbei. Ist dem Tode nahe, aber ich habe meine Zweifel, dass ich das schaffe. Na, komm, stirb schon. Ja, ich kann gut tun. Drin bringen wir nichts, aber hier ist ein bisschen was zum Rumlaufen. Jetzt machen wir Kiten für Fortgeschrittene. La 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 la. Und komm nochmal. Immer noch nicht tot. Mann, Mietz, sterb doch einfach. Tu uns beide eingefallen und stirb. Danke. Ja, die bringt nur 91. Die komischen Diebe bringen teilweise über 100. Das klingt fair. Das ist zu schwer für mich. So, hier sind wieder irgendwelche Fallen überall. Ich werde eben nochmal hier das Gebiet looten. Wenn ich mich irgendwie dahin schleppe. So. Das ist so schwer hier, Alter. Und da ist eine Truhe mit der Falle. Geronimo. Okay. Und noch mehr Schmugglermünzen. Hüps. Das ist eine Truhe mit einer Feuerkerbe davor, die rot leuchtet. Es ist kein gutes Zeichen für Truhen. Ja. Versuchen wir es mal. Vielleicht überlebe ich es irgendwie. Bezweifle es, aber. Wow. Knapp. Warte. Mit Bardenlied zusammen bin ich auf 30. Dann brauche ich noch irgendwie einen Schlüssel. Plus 3. Habe ich sowas? Habe ich natürlich nicht. Mist. Jetzt bin ich auf 30, ja? Darn. Bin auf 29 sogar nur. Egal. Tja, dann kriege ich die Kiste da nicht so einfach auf. Es ist Zeit für Kältestrahl-Power. Wenn ich das am Anfang an gewusst hätte, dann hätte ich die Falle auch gar nicht erst auslösen müssen. Weil wenn man die Truhe zerstört und weit genug von der Falle wegsteht, sodass die Falle einen nicht erreichen kann, kann man die Truhe auch einfach hier mit Kältestrahl im Fernkampf kaputt machen. Vielleicht könnte ich sie auch mit Pfeilen kaputt schießen, aber Kälte funktioniert eigentlich ganz gut. Und es verbraucht keine Munition, es verbraucht nur Zeit. So. Ein interessantes Haus. Danke. Ja, und dann ist ein nicht magischer Kampfstab da drin. Leck mir am Arsch. So.
Ja, die Schätze sind zufällig. Zum Teil. Manche sind immer irgendwo an bestimmten Orten drin, aber oft sind Sachen zufällig und in solchen Sachen hätte sein können, dass da irgendwas Tolles drin ist. Irgendwie Zaubergeld und all sowas. Aber das Spiel hat jetzt gesagt, ne, ich würfel auf den schrecklichen Kampfstab. Yay. Aribert, ich brauche mal... Einer der Barden hier in... Ich glaube, ich habe gehört, wie... Ja, ich brauche Heilung. Das ist zu schwer für mich. Tschüss. Wieso ist das immer noch zu schwer für mich? Laber nicht, Mann. Laber zu schwer. So. Ich könnte jetzt durch das Portal zurückgehen. Ich könnte wahrscheinlich auch genauso gut von hier aus da zurücklaufen. Ich kann auch gleich noch die zweite Hälfte von dem Viertel mitnehmen. Von daher werde ich, glaube ich, laufen. Ich glaube, das Hafenviertel ist von hier aus gesehen genau geradeaus durch, ja. Ja. Dann machen wir das. Das Ende ist nah, ja. Und nicht ganz. Das Ende dieser Folge ist noch ungefähr 9 Minuten entfernt. Von daher ist es noch nicht ganz nah. Aber es hängt natürlich davon ab, wie man nah definiert. So. Nein. Ich wollte nicht da... Ah. Mist. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Macht ein, was ein Ladebildschirm macht. So, danke. So, weil wir sind hier von Anfang an nicht nach hier in Richtung Westen gelaufen, sondern halt hier im Osten die ganzen engen Wege durchgelaufen. Deswegen schauen wir jetzt mal hier, was hier im Westen so los ist. Hier sind nämlich auch noch Truhen, vielleicht sind hier auch noch irgendwelche anderen Sachen. Zum Beispiel ein negativer Energiestrahl, ein Kasten mit Gold. Das ist anscheinend auch mit Pestopfern. Also, wo ich gerade das sehe, jetzt muss ich den Kompositbogen hier hin tun. So. Anzünden. Wow. So, da sind noch irgendwelche Sachen. Okay. Was ist wohl in dieser Truhe? Ach, die Buffs sind wieder abgelaufen. Ach stimmt, Buffs von irgendwelchen Getränken. Halten nicht so besonders lange, weil da glaube ich dann der Zauberlevel, mit dem man das castet, festgelegt ist. Der Zauberlevel halt bei diesen Buffs dafür sorgt, wie lang das hält. Aber da ist egal, wir reden erstmal mit diesen Leuten. Hallo? Ich grüße euch. Ach, ihr seid mir gegrüßt. Ich bin Hemmel Masterson. Das ist meine Frau Agnes und unser Butler Morton. Ich frage mich, ob ihr zufällig einen Mann namens Kalli gesehen habt. Er scheint von mir ein Amulett erhalten und vergessen zu haben, uns. Ja, die Bezahlung, ne? Vergessen? Ich habe doch gesagt, man kann ihm nicht vertrauen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, was ihr gesagt habt, meine Liebe. Doch jetzt lasst mich bitte mit diesem netten Herrn hier sprechen. Was gab's denn da für Probleme? Nun, ich muss zugeben, dass es mir das recht peinlich ist. Wisst ihr, man hat uns eingeredet, dass wir einen Fluchtweg aus Niewinter finden würden. Wir wollten der Quarantäne entgehen. Ich habe einen Transport arrangiert, der uns vom Hafen weg in Sicherheit bringen würde. Ich habe dem Mann ein Amulett gegeben, bei dem es sich um ein wertvolles Erbstück handelt. Er schwor, er würde es ehrlich mit uns meinen. Emmy, ich kann auch schwören, dass ihr zu was fähig seid, aber deswegen seid ihr nur lange nicht wahr. Okay, wer war dieser Mann? Ein wohlgetarnter Gentleman mit dem Namen Kallik. Er versprach mir, er würde bald sein eigenes Schiff erhalten. Und vermutlich hat er das auch gestohlen, aber ehrlich, Hemmel, ihr könnt wirklich so ein schöner Dummkopf sein. Meine Liebe, also wirklich, kam mir aufrichtig vor. Vielleicht kommt er noch zurück. Es ist doch erst ein Tag. Also ihr habt den Mann mit dem Amulett bezahlt. Ja, das Amulett war ein wertvolles Familienerbstück. Ein hoher Preis, für wahr. Doch wenn es ihm Sicherheit meiner Lieben geht, dann will ich nicht kleinlich sein. Ich habe doch gesagt, dass er es uns reingelegt hat. Dieser Kallik hat irgendwelche vagen Versprechungen gemacht. Ihr habt ihm alles gegeben. Bis jetzt ist noch gar nichts bewiesen, meine Liebe. Doch ich hätte gerne eine Gewissheit. Und das ist ein wertvolles Amulett gewesen. Das ist ein Erbstück, das schon lange der Familie weitergereicht wird. Okay, Ich frage jetzt nicht, wie wertvoll das ist oder wie der Mann ist. Dieser Kalli ist anscheinend irgendeiner von diesen Blutseglern. Deswegen, ich schätze, ich könnte mir diese Sache mal ansehen. Und ich wäre euch äußerst dankbar, wenn ihr das tun würdet. Herr Kalli scheint sich ungewöhnlich viel Zeit zu lassen. Er sagt, er will ein Schiff vorbereiten, doch er verließ uns stadteinwärts. Er hat also eine Notiz von einer Auktion fallen lassen. Mutig habt ihr bereits so einen Zettel, da ich in der Gegend offensichtlich gut auskennt. Mir nutzt das nicht viel, ich bin nur ein Fremder. Bitte, bringt mein Amulett, falls es finden sollte. Es trägt das Masters und Wappen und kann leicht identifiziert werden. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass der Quarantäne fliehen zu können. Ich möchte nur zurückhaben, was rechtmäßig mir gehört. Okay, machen wir. Gut, jetzt untersuchen wir weitere Häuser. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Oder wir untersuchen keine Häuser. Das ist natürlich auch eine Option.
Da ist ein Schild. Handelsgesellschaft Silbersäge. Zu verboten Schädlingsbefall. Okay, dann gehen wir da tatsächlich nicht rein. Oh, ich glaube, wir rasten mal eine Runde. So. Gut, jetzt bin ich wieder egoistisch. Gut, dann gehen wir mal hier schauen, was hier los ist. Hallo? Was geht ihr mir auf die Nerven? Beim Klabautermann. Dreht bei und schwört ab. Achso. Ups, er hat noch weiter geredet. Entschuldigt, wenn ich euch belästigt habe. Obwohl. So ein hübsche Gewänder. Ich hätte gern auch so eins. Nirgends, klar. Ein Blutsäger hat sein Gewand, wenn er einer wird. Und ihr gibt es erst ab, wenn er stirbt. Ja, wer ist mit dem Tausch? Ihr gebt mir so ein Gewand und ich rufe nicht die Wachen. Die Wachen! Die werden sich doch niemals bei den Docks blicken lassen. Nein, keiner wird euch helfen, wenn ihr mich weiter reizt. Das Blutsägergebiet, bestimmt noch für 1-2 Tage. Kommt dem Schiff zu nahe, ihr seid Fischfutter, ist das klar? Ich hab jetzt genug von all den Landratten. Packt euch oder jeder einzelne Pirat im Blutsäglergewand jagt euch zurück zum Bettlerviertel. Ja, dann lasst mal sehen, wie gut ihr kämpfen könnt. Ich warne euch nur noch einmal. Ihr habt es nicht mit einem wandernden Schlägertrupp oder unterernähten Räuber zu tun. Wer es mit einem Blutsäger aufnehmen will, der sollte sich warm anziehen. Ja, so wie ihr, seid auch sehr warm angezogen. Aber genug Vorgeplänkel, Mann. Jetzt macht euch bereit und kämpft. Ihr sollt sterben wie ein Hund. Ja, ihr sterbt eher wie ein Hund. Aua. Weil in diese Kneipe, wo diese Auktion stattfindet, kommen nur Blutsegler rein. Und jetzt haben wir ein Blutsegler-Gewand gefunden. Gefunden. Ja, ich nenne es gefunden. Haben es uns. Die Blutflecken darauf sieht man glücklicherweise nicht, weil das Gewand rot ist. Eigentlich ein glücklicher Zufall für uns. Ja. Schauen wir mal, was in den Truhen hier los ist. Eine Brosche. Aha. Eine aus Eisen gefertigte Brosche, anhand der Macher der Brosche meinte zu erkennen, dass sie von einem Stämme der Utgard-Barbaren des Nordens gefertigt wurde. Mhm. So, Goldmünze, cool. So, schwere Wunden heilen, Fernlope, ja. Erfolg unmöglich. Was? Nix ist unmöglich. Badengesang. Nicht das Wort mit T. Nee. So. Siehst du? Nix ist unmöglich. So. Das ist ein Helmit. Dann sind noch mehr Kisten, die wir mal begutachten sollten. Malachit, huch. Noch ein Malachit. Noch ein Malach, nein. Gleich der Wundenheil. Okay. Okay, katzenhafte Anmut, yay. Yeah. 18 Goldmünzen. Dann so noch mehr Kisten. Hier ist irgendwie kein Zutritt wegen Schädlingsbefall, dann werden wir dann auch erstmal häusern. Es ist ein Typ namens Hoff. Aber nicht so lange nicht Hassel the Hoff ist, ne? Ist ja. Wenn wir mal Hoff ein bisschen auf die Nerven gehen. So. Okay, Goldmünzen. So, Gasten. Oh, hi. Ich grüße euch. Verschüttelt, ich kenne euch nicht. Wir haben nichts zu bereden. Okay. Dann nicht. Oh, Pfeile.
Also hier drüben ist auch irgendwas. Schauen, was hier los ist. Hier ist eine Truhe vor einem Gebäude. Solange die vor dem Gebäude ist, habe ich kein Problem damit, die Truhe zu plündern. Wenn seine Sachen draußen auf der Straße lagern, ist selber schuld. So. Zum goldenen Apfel. Ach, das ist angeblich irgendwie so eine Kellnerin, Frau, ich weiß es nicht. Ich glaube Kellnerin, die irgendwelche Münzen noch für uns hätte vielleicht. Schauen wir mal. Gilda, war Gilda ihr Name? Ja, hallo? Ich grüße euch, mein Freund. Ah, tut mir leid, die Küche bleibt heute angeschlossen. Ist kaum was los, wegen der Pest und so. Könnt ihr irgendwas über die Gegend erzählen? Ach, ich komme die Tage nicht wirklich raus. Zu gefährlich. War noch nicht immer so. Okay. Habt ihr irgendwas Seltsames gesehen oder gefunden? Ach ja, das habe ich. So eine Schmugglermünze. So nennt man das, glaube ich. Kriege ich nun wieder eine. Komische Dinger. Könnte ich die Münze vielleicht haben? Und denke schon. Sonst kriegt Jerol sie meistens. Ich bekomme sie manchmal von Kalik und Wengdaul. Nette Burschen. Okay, Jerol kennen wir, das ist der Händler, aber wer ist denn Kalik und Wengdaul? Ich weiß nicht. Kalik hat ein Haus in der Nordesten des Viertels, falls ihr ihn besuchen wollt. Ich habe eine Menge zu tun. Okay, verzeiht, dass ich belästigt habe. Schon gut, schon gut. Sonst sehe ich hier nur Kunden. Eine Küche, und dann jemand drin ist. Kann man hier wieder raus? Nee, hier sind Sachen in einem Raum. Hier ist ein anderer Ausgang oder nach oben? Geht's hier raus oder nach oben? Oh, geht's nach oben. Ja, ich vermute mal, hier sind wieder Privaträume mit irgendwelchen Betten und sowas. Da werde ich nicht stehlen. Ich kann natürlich irgendwie nach Leuten gucken, so ich da gerade drüber nachdenke. Moment. So. Meuchler. Das ändert natürlich einiges. Huch. So. Sterbt, Meuchler. Meuchelt woanders. Und wen anders? Überhaupt. Sucht euch einen vernünftigen Job. Gegengift, okay. Malachit. Na gut. So, damit habe ich das mit der zusätzlichen Zeit aber, glaube ich, ein bisschen überreizt. Deswegen werde ich jetzt nochmal hier eben wieder aus diesem Haus rausgehen. Aus dieser Gaststätte, weiß ich nicht. Küche. Gasthaus, glaube ich. Und in der nächsten Folge werden wir uns weiter hier im Hafenviertel umschauen. Wir haben jetzt jede Menge von diesen Münzen. Wir haben von dieser Auktion gehört. Wir haben auch, ja, wie viele Münzen haben wir eigentlich? 31. Cool. Egal. Aber da sehen wir dann in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.